Herzlich willkommen auf Boxing Arts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, der Ferhat. Und mit dem heutigen Thema, die vier häufigsten Fehler, die ich zur Schlagern kenne. Ja Leute, wie gesagt, das heutige Thema zu den vier häufigsten Fehlern, die ich zur Schlagern so kennengelernt habe, fangen wir auch direkt an mit Fehler Nummer 1. Erster häufiger Fehler ist, dass wenn du die Schlagern bringst, dass die Hand dann aber hier runterfällt. Okay? Die Leute bringen die Schlaghand, lassen sie hier fallen. Der Nachteil daran ist, dass du sehr hart abgekontert werden kannst, in dem Moment, wo du die Hand jetzt zurückziehst, weil du dann offen bist. Wie machst du es jetzt richtig? Das heißt, du stellst dir immer einen Weg vor, bumm, den gehst du auch zurück. Von A nach B ziehst du die Hand auch wieder zurück zum Gesicht. Der zweite häufige Fehler ist, dass du dich zu weit nach vorne lehnst. Okay, bedeutet, du bist hier, machst einen Schritt, aber ziehst den hinteren Fuß gar nicht nach. In der Position bist du sehr, sehr instabil. Das heißt, wenn du jetzt getroffen wirst, könnte es sein, dass du umfällst. Ne? Du bist hier und da willst du treffen. Und das geht nicht. Jetzt machst du es richtig. Und wie machst du das? Indem du das hintere Bein einfach nachziehst. Okay? Zieh das hintere Bein immer mit nach. Bumm, damit du auch richtig stabil stehst. Der dritte häufige Fehler ist, dass der Kopf nicht weggezogen wird. Was meine ich damit? Wenn du triffst, darfst du den Kopf hier nicht lassen. Viele machen es aber so, dass sie den Kopf einfach da lassen. Was ist der Nachteil dabei? Wenn der andere jetzt auch gleichzeitig in dem Moment getroffen hätte oder geschlagen hätte, hätte er mich treffen können. Ne? Ich stehe hier, ich schlage, bumm, kassiere ich den Schlag, weil ich den Kopf nicht weggezogen habe. Und wie machst du es jetzt richtig? Indem du den Kopf immer wegziehst. Zieh den Kopf zur Seite, damit der Schlag da vorbeifliegen kann. Und der vierte häufige Fehler ist, dass du nicht die richtige Distanz hast. Was meine ich damit? Die Schlaghand wird so gebracht. Ne? Du bist hier und so wird die Schlaghand gebracht. Was hat das für einen Nachteil? Dass die Kraftübertragung bei weitem nicht so hoch ist, wie wenn du die richtige Distanz hättest und zwar von hier treffen würdest. Ne? Du musst immer versuchen, die Schlaghand durchzustrecken. Ich sage immer wieder, durchstrecken, nicht überstrecken. Da musst du immer aufpassen, sonst holst du dir immer die Verletzung hier im Ellenbogenbereich. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Deswegen guck, dass du die Hand immer hier durchstreckst und nicht irgendwie nur den halben Weg gehst. Weil so hast du nicht die optimale Kraftübertragung. Ja Leute, das waren die vier häufigsten Fehler zur Schlaghand, die ich so kenne. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, wie ihr es richtig macht, dann schaut euch auf jeden Fall mein Tutorial hier oben an. Da werde ich euch alles richtig beibringen. Und wenn du keine weiteren Videos mehr über das Boxen und das Boxtraining verpassen möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal und freue dich auf weitere Videos. Bis dahin, ciao.